Ja, damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Bayerische Bierprognose. Heute probieren wir das Unertelbier, und zwar das Weißbier Original. Schauen wir mal, da hinten steht überhaupt nichts, okay. Hier steht was. Dieses Bier kommt aus Haag in Oberbayern. Und Alkoholprozent 4,9%. Ja, dann würde ich mal sagen, dann probieren wir einfach mal dieses Bier. Ich bin ehrlich, Unertel ist nicht gerade so mein Fall. Wenn ich immer mit meinen Freunden zum Volksfest gehe, dann gehen die alle ins Unertel-Zelt. Also mein Fall ist Unertel jetzt eigentlich nicht so. Aber schauen wir mal, wie dieses Unertel schmeckt. Vielleicht überzeugt mich das. Probieren wir es einfach mal. Perfekt eingeschenkt, so dass der Schaum gerade noch da ist. Unertel-Weißbier, okay, es ist also ein dunkles Weißbier. Also dieses Bier kommt aus Haag in Oberbayern. Das seht ihr hier. Ja, wie gesagt, ich bin da mal gespannt, wie das schmeckt. So großartiges steht hier jetzt eigentlich nichts da. Das Weißbier mit Tradition. Okay, wenn die meinen, dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, wir probieren es einfach mal. Prost! Okay, also dieses Unertle hat mir jetzt halt besser geschmeckt wie generell. Also auf dem Volksfest schmeckt mir das überhaupt nicht. Aber dieses Unertel Weißbier schmeckt wirklich nicht schlecht. Also Fazit würde ich jetzt sagen, ich gebe dieses Bier 5 von 10 Punkten. Also es haut mich jetzt nicht so dermaßen weg. Aber es ist nicht schlecht, also. Ich hätte es wirklich viel, viel schlimmer erwartet. Eigentlich schmeckt mir Unertel überhaupt nicht so gut. Ne, ich muss wirklich sagen, dieses Bier schmeckt mir viel besser wie auf dem Volksfest. Ne, also da kann man wirklich nichts sagen. Also wie gesagt, dieses Bier gebe ich 5 von 10 Punkten. Schmeckt wirklich nicht schlecht. Also man kann es schon trinken. Bin wirklich sehr erstaunt. Also ist wirklich ein gutes Bier. Kann man wirklich gut trinken. Also dieses Unertel Weißbier kann ich euch empfehlen. Also schmeckt wirklich nicht schlecht. Ich hätte es jetzt viel, viel schlechter erwartet. Nee. Also wirklich vollmundig. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also ich gebe dieses Bier 5 von 10 Punkten. Klingt jetzt vielleicht nicht so gut, aber wie gesagt, auf dem Volksfest schmeckt mir das Unertle überhaupt nicht. Aber hier kann man es wirklich trinken. Kann ich auch wirklich empfehlen. Dieses Unertle Weißbier. Also ist wirklich kein schlechtes Bier. Kann man wirklich nichts sagen. Ja, kann man wirklich nichts sagen. Also es ist okay. Es ist jetzt nicht gerade Bombe. Aber es schmeckt jetzt nicht so, dass man sagt, boah, nee, das kann ich jetzt nicht trinken oder so. Aber dieses Bier hat diesen Mittelpunkt erreicht und mehr kann ich dazu auch nicht geben. Also 5 von 10 Punkten, Unertel Weißbier Original. Schmeckt nicht schlecht, also man kann es schon trinken. Ich kann es auch empfehlen. Also ich hätte jetzt Unertel viel, viel schlechter eingeschätzt. Aber es schmeckt nicht schlecht, schmeckt. Man kann es trinken, da kann man wirklich nichts dagegen sagen. Und damit beende ich diesen Part.
Bis zum nächsten Mal, euer Manuel. Ciao.